Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Wir stecken mitten im Kampf mit Leto und es hat in der letzten Folge nicht so richtig geklappt. Warum verfolgst du? Daher jetzt nochmal der Kampf mit Leto. Du meintest ja dieses Bluten. Ja, vielleicht ist das. Ich meine, wenn es blutet, kann man es Sie töten. denken, ich hätte Volltest getötet. Ich habe die Hoffnung, dass das wirkt ja auch, wenn er seinen komischen Zauber da hat. In dem einen Run sah es doch gar nicht schlecht aus. Hast du da irgendwie was anderes gemacht, oder? Da war jetzt Gift. Ja. Also der schwere Angriff macht auf jeden Fall sichtbar Schaden. Das kam überraschend. Ja, immer wenn wir unser Schild machen wollen, halten wir getroffen. Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst, vor langer Zeit. Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? Na, Glückwunsch! Ha! Ja, nix kann der. Unser Schild müsste jetzt eigentlich eine Sekunde länger halten. Als sonst. Ja, ich weiß, auf welcher Stufe er das hat. Schild hält sich da ziemlich nicht lange. Das stimmt. Aber er scheint unendliche Energie zu haben. Wie ich ja bereits festgestellt in der letzten Folge. Ja, ich glaube, mit Gift läuft das. Wir können ja nicht dummer in dem Nahkampf bleiben, weil uns dann einfach weg wirft. Also im Nahkampf ist das ziemlich einfach. Wir haben leider dann im Block kein Indizien dafür, wie das Bluten wirkt. Ja, also es ist ein Dot und 5 Sekunden lang drauf. Ja. Macht dann Schaden. Ja, die Frage ist, wie viel Schaden, weil ich hatte da eben auch so gesehen, dass den Waffenschaden noch mal verbessert. 10%. Explosive Bomben wären bestimmt noch ganz praktisch. Ja, wir haben überhaupt keine mehr, ne? Nur diese psychoaktiven. Das sind nicht mal die psychoaktiven. Ich glaube, Lehm.
Oh Mann, vielleicht schaffst du es. Castet und er im selben Augenblick sein Art. Das ist eine Kombo. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Gifttrank und machen dann hin und wieder auch mal so ein Igni. Dass man vielleicht darauf spekuliert, dass man gar nicht getroffen wird, sondern darum rollt. Weißt du, was ich meine? Warum verfangst du mich so? Sie denken, ich hätte Volltest getötet. Ja, selbst schuld. Hättest eben nicht Soldat spielen sollen. Noch nicht. Nicht, dass du jetzt anfängst, ein bisschen rumklitschen. Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst. Vor langer Zeit. Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? So, unser Na, Glückwunsch. Ganz einfach. Hat man sich nicht gedacht, oh, das müssen wir aber frustfrei machen. Jetzt mal analysieren. Er ist stark. Und er hat mächtige Zauber. Und ein besseres Schwert. Warum verfangst du mich? Wir haben da jetzt auch nicht irgendwie was, wo steht Gift gegen Leto. Sofort tödlich. Kann nicht so meine Rüstung nehmen. Ich hätte Volltest getötet. Ja, selbst schuld. Hättest eben nicht so hart spielen sollen. Das ist immer ziemlich. Manchmal hat er so Phasen, da kann man so drei Treffer landen. Ja. Aus Versehen nach vorne gesehen. Vielleicht sollte man, während er sein Schild hat, sich einfach überhaupt auf keinen Kampf einlassen. Ja, das haben wir schon oft genug versucht. Aber es ist langweilig und
Ähnlich effektiv meinst du? Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst. Vor langer Zeit. Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? Aber, na, Glückwunsch. Aber so geht's. Ja, wir konnten aber unsere Treffer machen. Und dann wollte ich wegrollen, aber unsere Animation war auch da. Du hättest aufgeben sollen, solange noch Zeit war. Du kämpfst gut, aber früher warst du besser. Die Muskeln gehorchen mir noch. Das hat dir die wilde Jagd nicht nehmen können. Er hat recht, Teil 1 war wirklich besser. Ja. Man soll jetzt nicht das Quicktime-Event versauen. Ein Hexer und ein paar Elfen reichen, um einen König zu töten. Du ahnst ja nicht, wie viele bereit standen und mittun wollten. Und du meinst, dass die alle dicht halten? Jorvets Zeit ist abgelaufen. Andere werden gerichtet, weil sie das Chaos losgetreten haben. Aber warum? Du warst einer von uns. Hast uns gerettet. Wir sind quitt. Deine Hexe kennt sich doch aus. Meinst du, sie kann mich nach Edirn teleportieren? Wenn sie brav ist, tue ich ihr nichts. Ich werde dich finden. Wir sehen uns in Edirn. Er hat sein Schwert weggeworfen, das nehmen wir uns. Hoffentlich starten wir jetzt hier, dann nehmen wir es mit. Oder hat er unseres aufgehoben? Wo ist Roche? Wir haben ein paar erwischt, der Rest ist entkommen. Und Leto? Tot? Unterwegs nach Flotsam. Woher weißt du das? Er will Triss. Ich muss los. Bring ihn um, noch bevor er mit den übrigen Kontakt aufnimmt. Du hättest dem Deune nicht vertrauen sollen. Komm. Nein, Geralt. Wir können da nicht hin. Die Garnison. Natürlich. Mir war entfallen, was ihr für Krieger seid. Mette Terde, Gwynblade. Viel Glück. Jetzt, wo wir in einer großen Halle sind, hält das Gespräch seltsamerweise nicht. Solides Langschwert. Das klingt stabil. Oh, das Erntemesser ist gut. Ja, das hatten wir. Ja. Das haben wir auch aufgewertet zweimal. So, jetzt mal West nicht. Was? Ja, wir haben die Quest nicht erfüllt, weil wir ihn nicht getötet haben. Ach so, ich dachte, das wäre der... Ja, er ist jetzt nicht abgebrochen, sondern hat einfach eine neue Phase bekommen. Ach so. Ja. Ich dachte aber, der Quest wäre, dass man den Leuten aufs Maul haut. Der? Ja. Der ist doch nicht abgebrochen. So, wo sind die? Da. Siehst du? Ja, wir haben doch den stärksten schon besiegt da in dem Turnier. Ja, ist auch egal, das ist ja eh. Weiß ich nicht, ob ich da einen Typ dann mehr oder weniger verprügel. Und so Wettlauf mit der Zeit. Schwert der Spezialverbände. Klingt erstmal recht mächtig. Naja. War das, konnte man das aufwerten? Nee. Okay, sonst hätte ich gesagt, vielleicht wenn man es aufwertet, dass es dann besser wird, aber nichts geht über unser Erntemesser. Erntet man denn damit? Seelen. Oh, das ist natürlich gefährlich.
So, jetzt gehen wir nach Flotsam. Also es ist irgendwie unbefriedigend, dass Leto nicht gestorben ist. Und dann wäre das Spiel ja zu Ende. Wir hätten uns Driss geschnappt und wären Bauern geworden. Ach, das wäre nicht passiert. Vielleicht stirbt Driss jetzt auch. Das wollen wir ja nicht. Oder wird entführt. Dann wird es Tote geben. Also man muss ja ein bisschen Spannung jetzt aufbauen. Ein Story-Twist. Also ich denke, Leto ist Driss. Ja. Mhm. Also mit einem Illusionszauber. Genau. Also ist von Sein, nicht von Essen. Vielleicht führt sie so ein Doppelleben. Zauberin und Königsmörder. Immer diese Ladezeiten. Ja, es fällt halt auf, weil es im Wald ist, ne? Und dann einfach so. Im ersten Teil war es ja meistens so, dass man durch irgendeine Tür durch ist. Genau. Und dann kam einem das wahrscheinlich nicht wie so ein Schnitt vor. Hier läufst du ja und dann zack, wird geladen. Ich glaube, das ist auch nicht immer. Also, wir haben das jetzt einmal geladen und jetzt liegt es so im RAM oder auf der Festplatte. Ach so, meinst du, ist das? Ja, ja, dass wenn man jetzt zum Beispiel 8 Stunden am Stück spielt, dann einmal die Karte geladen hat und dann da frei rumlaufen. Ja gut, wie das im Detail programmiert ist. Beim ersten Mal durchspielen kann ich mich nicht dran erinnern, dass es so war. Hm. Wir zeigen diesem Anderlingsgesocks endlich, wohin es gehört. Und die beiden hängen immer noch am Galgen. Was hier immer los ist. Also wir waren jede Stadt, die wir besuchen, brennt irgendwann. Soll ich uns was zu trinken geben? Ja, und ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn der hier weich geklopft ist. Sag's das so, der wird gerade totgetreten. Ja, da greifen wir dann auch ein in der nächsten Folge. Oh nein. Guck mal, Leute, da ist noch so ein das jetzt hier noch. Wiederputz. Was willst du hier? Nein, das mittlere bitte. Bitte. Loot wollt ihr? Dann her mit euch. Das hier geht dich gar nichts an. Zieh ab. Ihr hättet in euren Häusern bleiben sollen, ihr Rindviecher. Jetzt reicht's aber. Erschlagt diesen Wechselbalg. Oh Gott, jetzt sterben wir bestimmt. Ah, gut. Hack auf. So, so viel dazu, hier wehrlose Elfen auf der Straße zu prügeln. Und mit dieser rabiaten und doch guten Tat sehen wir uns in der nächsten Folge und da werden wir noch ein paar Elfen und Zwerge retten. Noch mehr gute Taten begehen. Bis dahin.